Und damit ein herzliches Willkommen hier aus Zandvoort. Euch erwartet heute ein Rennen, das wirklich sehr, sehr, sehr spannend wird. Denn es geht wirklich darum, den Platz zu behaupten gegen einen, ja, unterschiedlichen Strategie. George Russell aber dennoch, der wird so hardcore im Angriff werden heute. Also herzliches Willkommen hier zu unserer F1 23 My Team Karriere mit Audi natürlich in Staffel 2 und hier in Zandvoort. 4,2 Kilometer, 14 Kurven und nur, ja, 2 DS-Zonen. Eigentlich ist es ja nur eine, denn ja, die zweite bringt ja nicht viel. Da kannst du dich eh nur dran arbeiten. Zandvoort eigentlich eine Oldschool-Strecke. Dennoch ist die Strecke ja nicht von gestern. Es ist sehr, sehr, sehr eng. Viele Kiesbeds, das ist der Oldschool-Effekt, aber dennoch musst du wirklich verdammt schnell durch diese Kurven durchkommen. Wir kommen hier aus der Box, also halt, die kommen aus der Box, wir gehen hier in unsere letzten Qualifying-Run und ich hoffe, Yuki macht Platz. Ja, das schaut mir nicht so aus, als ob der Platz machen würde und der blockiert uns hier tatsächlich in unserer schnellen Runde. Naja, 13. konnten wir hier immerhin nach dem ersten Sektor finden und das ist Purple. Das ist Purple und das ist aber auch der beste Sektor. Gerade Sektor 1, da bin ich auch ein Riesenfavorit davon. Jetzt nach hinten hin wird es dann ein bisschen schwieriger. Gerade Sektor 2, da bin ich eher schwach. Auch unser Auto, das ist natürlich, ja, ich, wie gesagt, ich hasse zwar immer auf Aerodynamik auf und auch auf Antrieb, aber ja, da ist das Auto immer noch sehr, sehr schwach unterwegs. Dennoch finde ich es toll, dass wir aktuell mal Lila hatten. Jetzt startet aber gerade mal jeder in seine schnelle Runde. Das bedeutet auch, dass wir hier vermutlich, sollten wir weit oben landen, dennoch wieder weit nach unten fallen können, weil wir eben auch der Erste sind, der hier vorliegt. Wir kommen aus der letzten Kurve okay durch. Hier darf man schon die DS aufmachen. Vor der letzten Kurve ist der Messpunkt. Und jetzt geht's hier rauf. Ja, knappe 15. Die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Perez, Verstappen, Gasly, Hamilton, der Wissenschaftler, Russell, Norris, Albon, Michael Schumacher, Ocon, Stroll, Magnussen, Oscar Piastri, Bottas, Joe, Hülkenberg, Doohan, Tsunoda, Sargent und Nick de Vries. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Es ist dennoch der 7. Platz, tolle Leistung, auch Michael auf dem 11. Da ist alles heute drinnen. Let's go, der Start war, ja, ich würde mal sagen, genauso wie der von Pierre Gasly. Wir hatten wirklich einen grottigen Start hier. Außen probieren wir mal ein bisschen hier, ja, da müssen wir aufpassen, da hält doch Russell drauf. Da können wir uns jetzt mal vor Russell behaupten. Das wäre aktuell mal der 6. Platz. Ich glaube, traut dem Bratton noch nicht ganz. Wir müssen halt nur schaffen, bis zur 3. Runde den guten Lewis Hamilton hier zu folgen. Ja, da war ich ein bisschen übereifrig. Ich fahre auch gerne diese Turn 3 Kurve hier, also Turn 3, fahre ich gerne mit einer anderen Linie, um mit mehr Schwung rauszukommen. Hilft in manchen Fällen. Natürlich, wenn du hier so eng zusammenfährst, ist das jetzt eher ziemlich gut gewesen. Jetzt hier dennoch, 6. Platz. Na, Russell wird safe ungut werden. Und das habe ich auch am Anfang des Videos auch versprochen, dass der heute richtig uns nerven wird. Der wird richtig, richtig lästig werden und uns jagen. So, aber jetzt mal hier, wir können noch die Chance haben, an Lewis vorbeizugehen. Na, trotzdem, das wird so schwierig werden. Es ist ein richtig langes Rennen eben, weil auch die Renndistanz sehr, 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 also eine Runde sehr kurz ist. Mal gucken. Lewis zieht schon ein bisschen das Tempo an. Der ist jetzt schon 6 Zehntel weg. Da müssen wir uns echt sputen. Carlos Sainz und auch Leclerc, beide Doppelführung für Ferrari. Gute Leistung. Hätte ich denen gar nicht zugetraut. Ja, jetzt mal hier rein und da kommen wir wieder gut rein. Da fahre ich euch wieder meine andere Linie. Die hilft aktuell noch ein bisschen. Und jetzt hängen wir hier direkt wieder an Lewis Hamilton dran. Und ich habe so ein bisschen das dumpfe Gefühl, als ob der nicht so ganz noch zufrieden ist. Also wir können hier wirklich noch gut mithalten. Das gefällt mir mal gut. Windschatten ist strong. Und ja, ich hoffe natürlich, ja, und da vertue ich mich direkt beim Scheitelpunkt. Und da sind, ja, die ganz schön, ja, diese ganze Zeit, die ich mir so schön da erarbeitet habe, ist wieder weg. Gucken wir uns mal die Start-Replay an, hier zwischenzeitlich. Carlos Sainz startet auch von der Pole, kommt verdammt gut weg, aber ja, wir hatten schon einen eher schwächeren Start, aber Gasly, der war noch viel grottiger. Ich glaube, mit einem besseren Start wären wir auch an Hamilton vorbeigekommen.
Generell, die Mercedes schauen mir jetzt nicht so extrem stark aus. Natürlich sind sie viel stärker wie wir. Aber ja, ich glaube, wir sind das erste Mal so ein bisschen in dieser Position, dass wir es vielleicht schaffen könnten, die anzugreifen. Jetzt aber mal hier noch an Lewis Hamilton dran. DRS ist auch enabled. Wir sind natürlich hier in der dritten Runde. Und ja, wie gesagt, dieser Sektor ist einfach unnötig, dass es hier das DRS gibt. Ja, dann nehme ich die Verwarnung mal mit. Wenn ich dann dafür starte und ziehe näher an Hamilton heran, da komme ich so schwach raus. Das war gar nicht gut. Das ist so ein bisschen meine Achillesferse. Diese Kurve, weil ich komme da halt einfach so grottig raus. Und ja, anstatt dass wir hier Lewis angreifen, greift uns da fast Russell an. Das ist natürlich ja genau das, was ich nicht wollte. Egal, wir sind im DS-Fenster. Wenn ich da jetzt keine größeren Fehler mache und auch Hamilton, ja, jetzt Bumale mit dem Tempo macht, also jetzt nicht unfassbar das Tempo anzieht, das wird er mit der Zeit bestimmt machen oder wir werden die Pace einfach nicht mehr halten können. Denn bei 25 Runden, da müssen wir so 11, 12 Runden mit den Roten fahren. Und irgendwann halten die auch nicht mehr so gut, dass du dann die Base eines Spitzenautos gehen kannst. Ja, da kommen wir auf den Körper und rutsche direkt, Gott sei Dank, da keine Verwarnung. Ja, dieser Körper ist auch wirklich eine richtige, richtige Nervensäge. Wirklich, da kommst du drüber und direkt weg. Da rutschst du direkt und hier kommt der erste Angriff und ja. Ich wollte noch einmal nach rechts ziehen, ich habe einmal links so ein bisschen und dann, ja. Macht Russell da ernst und geht da, will da innen in Turn 1 vorbei, reicht noch gerade so zum Abdecken, denn wir haben unser DS-Schild verloren, Lewis Hamilton ist auf und davon, 2,6, 7, 8 Sekunden, im ersten Sektor können wir noch immer ein bisschen kontern mit den Zeiten, aber ja, zweiter, dritter Sektor, da verlieren wir immer so 3, 4 Zehntel und ja, das sieht halt auch die hinteren Leute, der staut sich schon ein bisschen, ein Alpin jagt auch schon mit. Auch der Michael ist da hinten mit dabei und ich glaube, das sollte dann auch noch der Albono sein. Alles, die ja gonnen ein bisschen auf mich, weil ich so der Lokführer bin. Ich kann halt einfach nicht viel schneller. Es wäre natürlich viel klüger, George Russell einfach ziehen zu lassen. Aber ja, jetzt ist sich's wieder ein bisschen, hier hat sich's wieder ein bisschen gelegt. Die Zeiten sind seit ein, zwei Runden immer bei 4 Sekunden circa. Und auch Russell, der greift nur Start und Ziel an, also. Und da können wir auch easy kontern, denn da geht er meistens innen, wir können dann außen noch dran halten. Das wird nicht ewig halten und wir haben da auch schon eine riesen Lücke aufgerissen. Aber ja, aktuell geht es eigentlich gut hier. Auch Russell hat eine gute Gap zu Gasly, es sind auch so 6 Zehntel die ganze Zeit. Also das ist jetzt nicht so, dass ich permanent angegriffen werde. Es sei denn, ich baue hier einen richtigen Schnitt sein, dann ist es halt wirklich schwierig. 4,8 Sekunden, das sind immer um die 4 Sekunden, das ist noch nicht ein großes Loch, also nach fast 10 Runden ist das, glaube ich, okay. Was sagt ihr? Wie ist eure Pace zu dem Formel 1? Ich bin jetzt schon in der zweiten Season hier, bin online, Multiplayer ja mit meinem Bruder, bin ich schon in der zweiten Season. Und ja, auch natürlich, durch das mal an, wie der da raus schießt, Halleluja, der ist so schnell. Und da können wir außen, genau wie hier auch, er probiert es zwar immer wieder, aber ja, es reicht dann halt wirklich nicht, weil er von Topspeed her und auch wahrscheinlich von Kurvenspeed her ähnliche Geschwindigkeiten wie wir haben. Ja, das komplette Paket ist natürlich um Welten. Wir sind jetzt hier in Runde 10, Russell war auch noch immer nicht drin, auch Gasly nicht und ja, schon ein wenig wird es dann interessant werden. Die Zeiten, die werden noch kaum mehr größer. Wir haben die letzten drei Runden, gerade mal eine Sekunde verloren, also 1,2. Also das ist wirklich minimal, wir können die Pace eigentlich halten. Und Russell ist da wirklich eine Ausnahme, der ist so verdammt schnell. Also das ist schon unheimlich. Der ist da teilweise schneller wie der Teamkollege. Und die Unverschämtheit wird heute noch auf jeden Fall kommen. Denn ich werde mir da oft die Frage stellen, wie das möglich sein wird. Und ja, jetzt aber mal hier zurück zum Renngeschehen. 10. Runde und irgendwann jetzt werde ich dann bald reinkommen, denn jetzt ist ja Russell schon verdächtig nah an uns dran. Es sind nur noch 2 Zehntel. Ich bin aber diesmal sehr gut aus der letzten Kurve rausgekommen und wir konnten es fast bis zur Ziellinie ziehen, dass wir da vorne geblieben sind. Also da können wir easy vorne bleiben. Da waren wir sogar schon vor dem Endkurve, also vor dem Exit der Kurve, waren wir schon wieder vorne.
Jetzt wird es aber dann schon wirklich langsam Zeit, uns Gedanken zu machen. Und so ist es jetzt auch. Runde Nummer 12, 47%, die 48%ige Reifen. Michael ist mittlerweile schon hinten dran, der kann auch die Reifen gut halten. Der ist wirklich echt strong von der Pace her. Wundert mich auch, dass der noch nicht aufgeholt hat. Wir gehen jetzt aber rein und Russell hält noch eine Runde durch. Also das ist eine sehr interessante Angehensweise. Michael fährt Gott sei Dank weiter. Gott sei Dank, ich habe schon Angst gehabt, dass jetzt Michael da auch noch vorbeikommt. Also das wäre natürlich noch blöder gewesen. Hier jetzt Turn R, Boxenstopp. Ja, er hat ein bisschen geklemmt, aber ist, glaube ich, alles okay gegangen. Und jetzt hier dann gehen wir aus der Box raus. Alles gut gegangen. Esteban Ocon auf Weiß, der war auch in unserer Kampfgruppe. Der hat sich ein bisschen verflüssigt, Gott sei Dank. Jetzt hier erste Runde mit den Gelben. Ein bisschen noch streicheln. Teamkollege ist in der Box. Bedeutet auch, dass George Russell in der Box drinnen ist. Ich hoffe auch, dass Nick de Vries jetzt bald reinkommt. Der ist auch mit den Routen unterwegs. Und 13 Runden bin ich ehrlich gesagt eh schon sehr, sehr stark. Und jetzt biegt er auch ab. Danke, gibt uns das DRS. Und wir hoffen jetzt mal, dass es reicht. Lila im letzten Sektor. Das ist sehr gut. Das ist wirklich gut. Lewis kommt locker vor uns raus. Also der war hier vor uns draußen. Und Russell mit Weiß. Der bleibt 13 Runden draußen, dass er sich danach den weißen Satz holt. Das ist eine Genius-Strategie. Das ist wirklich sehr interessant, was man bei Russell heute vorhat. Okay, das ist wirklich okay. Und die Gap zu Lewis hat sich kaum geändert. Ein paar Zehntel haben wir aufgeholt. Also wir waren circa zwischen 5 und 6 Sekunden. Jetzt sind es 5,1, also vielleicht 2-3 Zehntel, dass wir da aufgeholt haben. Also minimal. Auch Ocon, der hat richtig abgebissen. Der ist auch auf die Weißen gegangen, obwohl er länger draußen war. Das gefällt mir natürlich gut, denn sollte uns Russell überholen, können wir da trotzdem gut kontern. Hier dann außen, das war Runde 6, der erste richtige Angriff von Russell. Und Turn 1 ist halt wirklich gut, auch zum Zurückstecken. Runde 7, nochmal Runde 6? Okay. Achso, das ist jetzt Ende Runde 6. Und ja, da wollte ich diesmal... Ja, da war er diesmal außen und da war auch klar, dass er das nicht halten kann. Da konnten wir gerade noch so ausweichen. Auch hier Runde Nummer 10. Das war genau das, wo ich vorhin sagte, da habe ich es wirklich lang rauszögern können. Und da hat es diesmal auch gereicht. Und das war jetzt dann nochmal Ende Runde Nummer 10. Also ich bin gefühlt jede Runde angegriffen worden. Und ja, einmal darf ich ja zupfen und dann... Reicht das auch noch gerade so? Auf gleichen Reifen, glaube ich, ist das auch immer eine Sache. Und ja, jetzt sind wir aber hier mal in Runde Nummer 19. Es hat sich nicht viel getan, außer dass Russell unfassbar schnell ist, Leute. Der fährt teilweise eine Sekunde schneller als Lewis Hamilton. Ich kann mir das nicht erklären, wie das möglich ist, dass er mit dem weißen Reifen um Welt schneller fährt als erstens mal sein Teamkollege. Denn die 5,9 Sekunden, die haben wir seit safe so 5 bis 8 Runden. Haben wir diese Gap so um die 5,5, 5,8 und Russell war knappe 2 Sekunden hinten und hat da wirklich aufgeholt, aufgeholt, aufgeholt. Da ist dann wirklich, ich habe auf Lewis aufgeholt und habe trotzdem auf ihn verloren. Ich habe keine Ahnung, wie das possible ist, aber der ist so verdammt schnell mit diesen weißen Reifen, das ist natürlich sagenhaft, das ist auch bewundernswert, aber nur nicht für uns, denn der wird uns jetzt wieder das Leben zur Hölle machen und das werden noch harte 6 Runden. Guckt euch das an, wie der angeschossen kommt. Und das mit dem weißen Reifen. Wie ist das möglich? Warum ist er mit dem weißen so viel schneller wie wir mit den gelben? Natürlich sind unsere gelben jetzt schon abgenützt. Aber das ist ja absolut kein Grund. Das ist absolut kein Grund. Ja, auch der 7. Platz wäre okay. Trotzdem finde ich das eine sehr interessante Sache, dass der weiße Reifen da wirklich, ja, schneller ist fast wie der gelbe. Oder gerade Russell, die echt gut beherrscht. Jetzt habe ich ein bisschen an Zeit verloren. Ist ja klar, ich bin in dem Fett drinnen, da verliert man auch eher. Und da ist Gelb vor uns. Auch Russell wieder in unserem Heck drinnen und das scheidet wirklich. Er wird langsam, das zweite Mal in Folge, scheidet hier einfach mal Lewis Hamilton aus. Und wir werden den, sollten wir wirklich so 7., 8. Platz werden, den in der Weltmeisterschaft richtig nahe kommen. Hamilton wieder draußen, der nächste Ausfall. What the fuck, ist das genial. Und hier ist Russell jetzt vorbeigeschossen und ich kann auch nicht mehr kontern, denn er hat
sich ja wirklich nach rundenlangen Fights mit mir einfach meine Taktik abgeguckt und ist hier ja diesmal innen gefahren, diesmal früher rausgezupft. Und da kann ich auch nicht mehr kontern, denn diese Reifen sind so stockalt, das hilft dann nichts mehr. Ich versuche halt dran zu bleiben, dass wir vielleicht durch Start und Ziel irgendwie DRS bekommen, Turn 1 noch einmal angreifen. Das ist alles die große Hoffnung, doch natürlich, garantiert ist das nicht. Seine Reifen sind frischer und vermutlich auch jetzt im perfekten Fenster. Das ist natürlich schade, denn jetzt hätten wir gerade so den fünften Platz bekommen. Und ja, jetzt müssen wir uns da wieder mit dem sechsten abgeben. Trotzdem 8 Punkte wären ein wirklich Wahnsinnsergebnis, wenn man bedenkt, dass Lewis da draußen ist. Runde 18, da gehen wir noch einmal vorbei und da war auch schon Russell sehr, sehr nah dran. Und es war auch echt hervorzusehen, dass der heute oder morgen, also gleich vorbeifahren wird. Boah, da komme ich weit neben die Strecke und da probiere ich auch außen. Da konnten wir es auch noch gerade so retten. Aber jetzt hier, genau das war jetzt Runde 19 und da sieht man es auch schon, wie der angeschossen kommt. Der war da schon so knapp dran, geht da wirklich mit so einer horrenden Pace in Turn 1 rein. Ich gehe da noch viel zu weit. Ah, das war noch nicht dieses Manöver. Genau, da konnten wir trotzdem noch vorne bleiben. Aber es reicht halt einfach jetzt nicht mehr. Wir sind in der Runde Nummer 24 von 25. Und Russell, ja, unsere Reifen brechen hier quasi ein. Und Russell kann hier easy davonziehen. Der ist jetzt schon fast 2 Sekunden davon. Hält doch die schnellste Rennrunde, die er, by the way, mit den weißen Reifen gefahren hat. Also das ist alles eine Sache, die hätte ich nicht leisten können. Also das ist wirklich sehr, sehr stark, was da von Russell heute kommt. Für mich der Drive of the Day, also wie der mich da überholt hat, mit welcher Pace der da mit den Weißen gefahren ist und vor allem auch mit welchem Durchhaltevermögen der da uns besiegt hat. Sehr, sehr starkes Rennen von Russell. Auch muss ich sagen, unser Rennen gut. 6. Platz, das ist mehr, als ich mir jemals erwarten hätte können. Und ja, ich glaube, Michael hat es ein bisschen ja weggeworfen. Der ist 1, 2, 3, 4, 5 Plätze nochmal hinter mir. Könnte der 10. sein, muss aber nicht. Müssen wir uns nachher angucken, ob es der 10. oder doch der 11. ist. Da verlieren wir im Mittelsektor 7/10 auf Russell. Der ist wirklich auf einem anderen Level heute jetzt, gerade mit den Weißen. Carlos Sainz gewinnt, aber all in all muss ich auch sagen, bin ich zufrieden mit meiner Leistung. Wir sind gerade mal so 12 bis 15 Sekunden vom ersten weg und da hat es schon Zeiten gegeben, da war ich auf dem 6. oder 7. Platz und da war ich 15 Sekunden von dem entfernt, also vom Vorder mir, also muss ich euch sagen, tolles Ergebnis, sehr, sehr stark und das Auto hatte richtig Spaß gemacht. Wir gucken uns natürlich die Siegerehrung an, wo wir leider nicht draufstehen werden, aber ich muss auch sagen, ich bin dennoch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Was für ein grandioses Rennen und was für ein fabelhafter Sieg hier beim Großen Preis der Niederlande. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Bei der Siegerehrung sehen wir den berühmten roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Carlos Sainz baut seine Führung an der Spitze aus und rückt dem Meistertitel immer näher. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Carlos Sainz ist meine erste Wahl für dieses Rennen. Er hat eine exzellente Ausdauer gezeigt, die es ihm ermöglicht hat, sich bis ganz nach vorn zu kämpfen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari baut so, den Abstand hier an der Spitze der leider Tabelle. Ist der Michael 11. geworden. Ein Platz, das war so knapp 6/10.
Und der eine Punkt wäre da gewesen. Das ist natürlich ein umkämpfter Platz, aber dass er sich von dem Williams-Piloten einlullen hat lassen. Naja, Michael, das geht besser auf jeden Fall. Das geht besser. Zumal, ja, auch auf einen. Ah, das ist schade. Das ist echt schade. Wir nehmen hier den sechsten Platz mit. Wertvolle 8 Punkte. Weil auch wirklich die letzten Rennen wirklich. Ich will nicht davon reden. Aber ich glaube, das ist gut. Unser Auto entwickelt sich schon langsam in die richtige Richtung. Und das könnte wirklich hoffentlich bald zu einer besseren Position führen. Ich bin mir fast sicher, dass unser Auto dafür mehr bestimmt ist. Ja, also, das war auch sehr knapp mit der schnellsten Rennrunde. 130, also die eine Zehntel, die hätten wir schon noch irgendwo gefunden. Egal, ich glaube, shit happens. Ich meine, zu viel erwarten darf man sich nicht. Und ja, Doppelstick für Ferrari, das ist auch mal ein Ergebnis. Dann beide Red Bull und dann, ja, wären auch beide Mercedes vermutlich ins Ziel gekommen, wenn da nicht Lewis ausgeschieden wäre. Also früher oder später hätte mich George Russell, denke ich mal so, dass er überholt. Und ja, dennoch würde ich sagen, war das okay. Naja, 7. Platz, 6. geworden. Es ist jetzt auch bei uns nicht zu weit nach vorne gegangen. Also der Startplatz hat da wirklich schon einiges ausgemacht. Hier mit der Weltmeisterschaft. Und wir sind so verdammt nah an Lewis jetzt dran. Das sind nur noch 15 Punkte, die uns da auf Hamilton fehlen. Also noch ein Ausfall oder so. Und der ist da wirklich ganz gefährdet. Jetzt sind wir hier und wir dürfen uns einen neuen Sponsor aussuchen. Ich werde es aber auch so machen, dass ich mir diesmal eine nehme, da wo man auch das Ziel schaffen kann. Ich weiß es auch nicht, warum wir die 12 Millionen nicht bekommen haben. Eigentlich ist gestanden, wenn man in diesem Zeitraum 25 Zähler holt, dann gibt es die, aber vielleicht dann doch erst am Ende der Season. Ja, wäre auch nicht so abgeneigt, wenn man da 12 Millionen mehr bekommen würde. Hier suche ich mir einen neuen Helm aus, denn mich fadisiert der jetzige schon. Da habe ich auch ein bisschen geguckt, da gibt es auch neuere Helme. Der ist auch ziemlich neu, der gefällt mir auch sehr gut. Ja, das schaut gut aus, dieses Orange von unserem Rennanzug. Auch so ein bisschen dieses Schwarz mitnehmen. Und ja, oder auch dieses Gräuliche, da bin ich mir auch nicht ganz. Schaut auch nicht schlecht aus. Aber das ist mir dann wirklich zu viel Schwarz beinahe. Das will ich nicht. Und da will ich auch diese neongelben, grünen Akzente drin haben, die wir jetzt auch auf den Handschuhen haben. Und dann nehme ich tatsächlich das. Das gefällt mir sehr gut. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zugucken. Ich freue mich extrem. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, falls ihr euch nicht habt. Und falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch extrem gerne über ein Däumchen herum freuen. Wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok auf it's_tobi oder auch gerne auf Instagram auf @t_gaming. Links mal alle unten in der Bio. Falls nicht, kommt auf jeden Fall morgen oder übermorgen das nächste Video hier. Aber wie gesagt, auf TikTok kommt sehr viel vom Landstar Online, sehr viel Quiz, Fun, whatever. Nächstes Mal sind wir dann bereits im königlichen Park von Monza. Freut mich auch extrem. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao.